Die Schule als Wegweiser für die Zukunft. Einen ganzen Tag lang hat heute das Ortenburg-Gymnasium Oberfichtach Schülern Studien- und Berufswahlmöglichkeiten aufgezeigt. Perspektiven im Dschungel des Arbeitsmarktes. Wir wollen, wenn Sie Abitur oder wenn Sie den Schulabschluss haben, einfach eine gute Berufsausbildung anstreben können, also dass Sie wirklich das machen, was Sie wollen. Und ohne Information geht das eigentlich nicht. Und wir haben die Hochschulen, die Unternehmen ins Haus geholt. Also ich denke, bessere Information gibt es für die Schüler nicht. Unter dem Titel Akademikus Live standen Vertreter von Wirtschaft und Wissenschaft an Infoständen zum Dialog bereit. Das nutzten 1500 Schüler aus der ganzen Oberpfalz und aus Straubing. Sehr zur Freude der Landräte aus Cham und Schwandorf als Mitveranstalter. Die Abi-Messe, ein Abbild der Wirtschaft. Der Landkreis Schwandorf hat sich genauso wie der Landkreis Cham ganz exzellent entwickelt. Wir haben ein sehr großes Angebot an Ausbildungsplätzen, an Arbeitsplätzen. Und es ist eine tolle Sache, dass man als Schüler, wenn man fertig wird, hier in der Region bleiben kann. Das ist wirklich eine ganz tolle Entwicklung, die unsere Region insgesamt genommen hat. Und an der Wertigkeit der Arbeit merken wir durchaus, dass sich das auch sehr dynamisch entwickelt hat. Diese Akademikus Live ist in der Tat auch ein Spiegelbild dieser wirtschaftlichen Entwicklung. Aussteller aus der unmittelbaren Nähe der Schüler stellten sich vor. Und die künftigen Schulabgänger zeigten echtes Interesse. Ich interessiere mich für verschiedene Angebote, weil ich noch nicht genau weiß, was ich später nach der Schule machen will und ob ich studieren will. Worüber informierst du dich jetzt da gerade? Über Johanniter, also sozialer Beruf. Wäre das was für dich? Ja, sozial eigentlich immer sowas. Also jetzt auch Polizei zum Beispiel, würde mich auch interessieren. Und gerade hat Johanniter halt einfach Menschen helfen. Studium, Beruf, wo soll es hingehen nach der Schule? Also ich denke eher ein duales Studium oder so, aber ich bin mir noch nicht sicher. Duales Studium. In welche Richtung könnte das gehen? Keine Ahnung. Also eigentlich im Moment so Polizei würde mich interessieren, aber also ja, so Physiotherapie und sowas. Aber hast du schon einen Favoriten? Na, vielleicht auch Polizei oder vielleicht ein Tiermedizinstudium oder so, aber ich weiß es noch nicht. Rechtspflege bzw. über Jurastudium. 55 Vorträge über Berufsbilder und Firmenstrukturen rundeten die Abi-Messe ab. Organisiert worden war Akademikus Live von den Oberfichtacher Gymnasiasten selbst. Eine Messe von Schülern für Schüler.